So, nun ist der Download fertig und jetzt installieren wir das Ganze. Ja, der Akku muss 80% betragen, also mindestens 80%, sonst funktioniert das nicht. Ja, jetzt gehen wir ins Reboot-System, dazu müsst ihr das Handy ausschalten. So, jetzt ist es gleich aus und dann installieren wir das Ganze. So, jetzt ist das Handy aus und nun nehmen wir die SIM-Karte raus, weil sonst können die Kontakte gelöscht werden. Nehmen wir kurz raus. Also jedenfalls war das bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch war, also ich mache es lieber immer die SIM-Karte raus, ist mir lieber. Dann geht ihr auf Home-Button plus Power. Jetzt kommt ihr ins Recovery-System. So, dann geht ihr auf Wipe Data Factory Reset. Geht ihr auf Yes, Deleted All User Datas. Dann geht ihr auf Wipe Cache Partition. Geht auf Yes Wipe Cache und dann auf Install Zip from SD Card. Choose Zip from SD Card. Dann geht ihr auf den Ordner 4. Also ich habe jetzt meinen Ordner gemacht. Android 4.2. Dann haben wir hier die ZIP-File. Gehen wir hier drauf. Dann auf Yes. Jetzt installiert das Ganze. Das dauert einen kleinen Augenblick. Ja, die ROM hat auch ein paar Bugs, also der WLAN soll wohl noch nicht richtig funktionieren, Bluetooth soll noch nicht richtig funktionieren und ja, Videos abspielen, glaube ich, war das, konnte auch nicht wirklich wiedergegeben werden. Die Kamera sollte gehen, also bei Android 4 ist ja meistens das Problem, wenn man die Kamera dann so hält, dann hin und her wippt, dann ist das hier mal als wenn mal so ein kleiner Abriss wäre, als wenn immer das obere lädt, dann das und dann das. Ja, also mal gucken. Also ich habe es ja bisher noch nicht ausprobiert und jetzt sehen wir, die Installation ist auch gleich fertig. So, jetzt gehen wir auf Power Button, drücken mal drauf, dann auf Reboot System Now. So, jetzt sehen wir diesen Bug von 4.1.1, den älteren. Jetzt sehen wir Sanction Mod 10, die Boot-Animation. Ja, das dauert ein bisschen, bis das Handy hochgefahren ist und ich werde jetzt mal einen kurzen Schnitt ins Video machen. Wir sehen uns gleich, wenn das Ding jetzt hochgefahren ist. So, nun ist es fertig hochgeladen und jetzt gehen wir auf OK. Und hier sehen wir auch Android 4.2. Ich mache jetzt noch mal kurz den Bildschirm dunkler, damit ihr was sehen könnt. Und wir sehen auch gleich, das Handy ist kaum hochgefahren. Das ist jetzt vielleicht ein paar Sekunden da und man merkt, es ist schon ziemlich schnell. Dann gehen wir auf About Phone, dann kann ich das mal zeigen, dass Android 2 ist. Ja, hier sehen wir es. Android 4.2.1. Es sind auch jetzt neue Töne vorhanden. Ich glaube, das hört man hier auch. Sieht man es auch. 4.1 und man sieht, dass die Jelly Beans hier ziemlich, ziemlich flüssig laufen. Ja, der Task Manager ist natürlich auch da. Die Einstellungen sind auch da. Der Akku beträgt 98%, also die Installation hat jetzt nicht so viel gezogen. Hier hätte ich auch noch einstellen können. Ja, die Uhr ist auch ganz nett gemacht. Mal gucken, ob sich bei Widgets was geändert hat. Ja, passt schon soweit. Also hat sich jetzt nicht so viel getan. Der Lockscreen ist ja jetzt
dass man ihn da irgendwie so entriegeln kann. Kann man hier Widgets hinzufügen. Zum Beispiel hier in der Uhr. Dann können wir es hier entriegeln. Ja, gut. Das war's mal wieder von mir und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, abonniert und so weiter. Ja, wie gesagt, ich habe noch viermal den Launcher 7 zu verschenken. Einer hat sich schon gemeldet, also ja, schreibt mich an über eine also eine persönliche Nachricht. Ich habe das nämlich noch viermal zu verschenken, wie gesagt. Und ja, viel Spaß bei, ja, mit ein bisschen Glück könnt ihr Launcher 7 auch gewinnen. Ja, wie gesagt, halt bis, ja, bis zum nächsten Mal.